Hallo liebe Angelfreunde, moin, moin. Wir begrüßen euch zu einer neuen Grewald-Folge. Heute Grewald Winterkarpfenangeln am Fluss, eines unserer Lieblingsthemen beim Karpfenangeln, genau. Hier an unserem kleinen Fluss. Wie ich schon gesagt habe, es ist Winter. Im Winter ist es nicht einfach, Karpfen zu fangen. Deshalb ist das immer so eine kleine Herausforderung, was wir hier machen. Wir wollen heute ein paar, ja, bis in die Abendstunden hineinfischen. Bisschen haben wir das Zelt hier aufgebaut, falls genau. es regnen sollte. Genau, also wir haben einen Schirm, Ovalschirm hinter uns aufgebaut. Da gehen wir aber erst runter, falls es wirklich anfangen sollte zu regnen. Das ist heute ein bisschen auf der Kippe. Der Ewald, wir haben uns heute das ein bisschen aufgeteilt hier, unsere Aufgaben für heute. Der Ewald, der hat einen speziellen Köder dabei, wo er mich überraschen mit will, was er zeigen will, womit wir heute angeln. Ich habe ein Tackle-Teil dabei, wie wir das häufig so machen, was ich euch ja, für die winterliche Angelei, fürs Karpfenangeln allgemein, aber natürlich jetzt auch hier in der kalten Jahreszeit ein bisschen ans Herz legen möchte. Dazu später mehr im Verlauf des Films. Jetzt erstmal Ewald, komm ran mit dem Time Köder. Time to shine für mich also. Jawohl, time to shine. Genau, also ich habe ja überlegt zu Hause, was könnte man euch oder auch Gregor vielleicht Neues zeigen. Bin ja mit der Zeit, werden ja mal die Ideen immer ja, nicht so... Es wird schwieriger. Es wird immer schwieriger, neue Ideen, neue Köder zu finden. Deswegen habe ich mal was gefunden oder was genommen, was jetzt auch nicht alltäglich ist. Ich kram den mal hinter meinem Stuhl. Kannst du schon sehen? Komm, ich zeige es euch mal schnell. Also Garnelen. Garnelen, aber eingelegt. Ja, okay. Knoblauchöl. Okay, das ist was Neues, weil wer meine ganz alten Alternativköder-Folgen kennt, da habe ich, glaube ich, schon mal mit Garnelen geangelt. Das ist eine richtige Oldschool-Folge. Ja, das war richtig Oldschool, aber die waren uneingelegt. Du hast jetzt hier Knoblauch. Genau, ne? Knoblauch. Da gab es übrigens Chili und, ich glaube, Oliven. Aber ich habe hier Knoblauch genommen, passend zum Winter. Und, ja, kenne ich vom Forellensee. Genau. Da ist Knoblauch. Super. Gibt ein gutes Aroma ab und ja. Also das ist der Köder. Willst du das an beide dran machen? An beide Routen oder? Ich habe noch alternativ, wenn du willst, habe ich noch Dosenmeister. Ja, der ist gut. Das ist ein guter Köder. Das ist ein guter Köder, den kennt jeder. Also das ist ja jetzt irgendwie das Rad nicht neu erfunden worden damit. Also machst du eine Route damit? Eine Route damit und damit machst du deine, je nachdem, okay. Oder du willst. Ja, nee. Ich verlasse mich heute mal auf den Gemüsemais für den Winter. Wir beködern jetzt mal, werfen Routen aus und dann kann ich zu meinem Part kommen. Genau. Ich muss noch ein paar kleine Vorbereitungen treffen und während ich das mache, habe ich ja hier die Schüssel mit den Garnelen. Ich habe hier so ein Tarnblei, das ist hier so ein bisschen fusselig von der Struktur. Das werde ich natürlich auch nutzen und hier in dieses Öl legen, damit sich das, ja, währenddessen ich hier noch was erledige. Deshalb warst du so scharf auf das Blei. Ja, genau, so kann man sagen. Und ich rolle das hier einmal ein bisschen hier drumherum und lasse das dann einmal vollsaugen. So habe ich dann eine gute Instant-Wirkung und eine hervorragende Lockwirkung zugleich. Und dreckige Hände. Ja, und ölige Finger, die hat ja so oder so. Ich habe hier die ganze Geschichte schon fertig, muss hier nur noch quasi das getunkte Blei hier gleich einhängen. Hier habe ich die halbe Garnele aufs Haar gezogen, das Schwänzchen habe ich nur abgebissen, sonst habe ich Sorge, dass da ein etwas kleinerer Fisch oder so das Ding hier nicht komplett eingesaugt bekommt. Gregor, ich habe mir jetzt die Hände trocken und sauber gemacht. Genau. Wie sieht dein Plan aus? Was willst du machen? Ja, also mein Plan ist jetzt, ich darf als erster die Route auswerfen, meinen Stuhl weggenommen. Ja. Ja, deshalb habe ich jetzt freie Platzwahl hier. Ich fisch Strom ab. Das ist war ja klar. Ja, das ist eigentlich der bessere Platz. Aber wir machen ja Biss auf Biss. Aber ich lege jetzt die mit den drei Maiskörnern hier, meine Gemüsemaisroute, die lege ich jetzt Strom ab. Muss ja nicht großartig auswerfen hier. Pack noch zwei, drei Hände voll mit dem Mais dabei. Und das war's dann auch schon. So, los geht's. Anfütterzeit, Route liegt. Mein Gott, das ist wieder so typisch, ne? Kannst du mal einmal nichts essen? Das sagst du, der Richtige mit deinen Garnelen.
Ja, ich habe ja nur eine probiert. Ja, ja, ja. So, mit ein bisschen Strom aufwerfen, damit die noch Zeit haben, Platz haben abzusinken. Schmeiß bei mir auch was rein. Du liegst ja weiter hoch, da muss ja, ich ein bisschen höher werfen. Ich muss ja gezwungenermaßen Strom ja, auf. Ja, dann schmeiße ich noch ein bisschen weiter Strom ja. auf. Ja. Gar nicht so viel, denn im Winter, ihr wisst das Wasser ist kalt. Die Karpfen fressen nicht so viel, deshalb nur ein bisschen füttern. Ich will sie nicht sättigen, denn schließlich sollen sie ja noch unseren Köder einsaugen. Die Routen liegen jetzt und jetzt können wir eigentlich nur noch warten, ob sich was tut heute. Ewald jetzt wieder hinter der Kamera. Ich habe mir den Stuhl hier gekrallt, den der Ewald mir unverschämterweise weggenommen hat. Und jetzt ist es an mir, meinen Part zu erfüllen für diesen Film. Ich habe es ja schon angekündigt, oder wir hatten es schon angekündigt, der Ewald stellt den Köder vor. Und ich stelle etwas vor, tackle-mäßig, das machen wir ja häufiger mal in unseren Filmen in letzter Zeit, dass wir, ja, ausrüsten. Oh, bis... Und hängt einer? Nee, ist was reingeschwommen. Nur Dreck. Da ist Dreck unterwegs, ne? Auch Dreck, mein Gott, das war aber jetzt die erste Stunde gar nichts. Na, ja, das ist halt am Fluss so, ne? Ich guck mal die hier schnell. Vielleicht hängt da ja der Dreck irgendwie fest. Ah. Mann, ich war gerade so schön am Erzählen. Oh, ja. Ja, guck dir das an, der Dreck. Komisch, eigentlich, es hat nicht geregnet die Tage, sieht man das? Ja, und wie? Ordentlich Dreck. Mensch, müssen wir die Routen wahrscheinlich ufernah ablegen. Ja. Ja gut, gehört dazu. Komisch eigentlich, normalerweise, wenn es nicht regnet, dann kommt sowas nicht. Aber nun ja, gehört nochmal dazu. Nach dieser etwas unfreiwilligen Unterbrechung durch das Kraut, wo uns der Adrenalinpegel jetzt schon ein bisschen hochgegangen ist, kann ich jetzt weitermachen, denke ich. Wir hatten gesagt, Ewald stellt den Köder vor, ich stelle ein nützliches Ausrüstungsteil vor. Das habe ich jetzt hier in der Hand. Und zwar ist das die Campspot von Anaconda. Also Campspot kann man sich wahrscheinlich denken oder vielleicht denken, es handelt sich um eine Lampe. Gehe ich jetzt gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Lampe oder Lichtquelle bietet sich natürlich jetzt im Winter in der kalten Jahreszeit besonders gut an, weil es wird früh dunkel, die Nächte sind lang, da braucht man Licht zum Montieren, zum Köder aufziehen, zum Lesen, was weiß ich auch immer. Also Lichtquelle ist im Winter für den Karpfenangler besonders wichtig. Und ich habe hier das Campspot von Anaconda gesehen. Das ist eine multifunktionale LED-Lampe. Ich packe die jetzt mal aus und im nächsten Schritt zeige ich euch dann die Features. Hier habe ich das gute Stück jetzt. Ich nehme es mal raus und ihr könnt sehen, der Campspot hier, eine LED-Lampe. Ihr könnt sogar die LEDs hier drin sehen. So ein bisschen was zu den Features. Also Campspot sagt ja eigentlich, dass es eine Lampe für eine Kamera ist. Das ist auch so, denn hier ist so ein Kameraadapter dabei mit so einem Schuh für den Kamera, für die Spiegelreflex zum Beispiel. Da könnt ihr dann die, diesen Campspot als Kameralicht benutzen, an der Kamera befestigen. Das werden wir jetzt nachher auch machen, um euch das mal zu zeigen oder euch mal den Lichteffekt zu zeigen von dem Ding. Also zum einen könnt ihr das Ding als Kameralicht benutzen, deshalb Campspot, aber auch vielseitig zum Beispiel im Bivi oder unterm Schirm oder so. Denn diese Campspot hier, ich lege es mal kurz weg, hat hier so einen, wie soll ich sagen, so einen Bügel, wo man die dann irgendwo hinstellen kann, zum Beispiel aufs Bivi-Table oder so. Und dieses Teil kann man auch als Haken benutzen. Das heißt, man kann dann die Lampe dann auch aufhängen. Zum Beispiel, ja, was ich, am Zeltgestänge oder am Schirmgestänge oder sowas einfach zumachen. Ansonsten kann die Lampe eine Menge. Man kann hier verschiedene Lichtfarben einstellen und zwischen unterschiedlichen Lichtfarben hin und her schalten, unterschiedliche Lichtintensitäten einstellen. Wir zeigen euch das gleich auch nochmal alles im Dunkeln. Jetzt würde es wenig Sinn machen, ist wenig spektakulär. Und auch verschiedene Lichttemperaturen könnt ihr einstellen. Also wirklich sehr universal einsetzbar. Das Teil hat auch einen Magneten oder er hat einen eingebauten Magneten hier hinten. Damit könnt ihr dann die Lampe oben an der Zeltwand oder an der
am Schirmmaterial oben befestigen, dass ihr dann eine Quelle habt, die Licht von oben bringt. Und ja, zum Akku, also hier ist ein Akku verbaut, ihr müsst das Ding nicht mit herkömmlichen Batterien betreiben, sondern habt einen 3500er Lithium-Ionen-Akku dabei. Dafür gibt es auch ein Ladekabel dabei, das könnt ihr dann hier per USB einfach an einen Rechner oder dann auch an einen Stromanschluss oder an einen Stecker anschließen, der einen USB hat, den ihr dann in die Steckdose packen könnt. Also könnt ihr das Teil so laden. Hier sind verschiedene Knöpfe dann, wo ihr das Teil ein- und ausschalten könnt und dann zwischen den verschiedenen Lichtintensitäten und Farben dann hin und her wechseln könnt. Ansonsten wird das Teil hier geladen über diesen USB-Port oder USB natürlich am Stecker oder über diesen Stecker hier. Könnt ihr das Ding dann auch laden, kein Problem. Und das ist wirklich eine vielseitig einsetzbare Lichtquelle für die kalte Jahreszeit. Bevor es dunkel wird, nochmal Köderkontrolle. Einfach mal, jetzt hat sich hier wieder so viel Zeug angesammelt. Ja, jetzt mal so ein schwieriges Angeln. Aber die Garnele hängt hier noch dran. Ja, das mache ich gleich. Der Blei riecht immer noch nach Knoblauch. Das gefällt mir. Nicht, dass es einen Bleisauger gibt. Garnele riecht auch nach Knoblauch. Kannst du noch mal raus? Ich glaube, die kann noch mal raus. Also ich glaube, ich bin heute faul und lass das wechseln. Na, dann mach riecht mal. Ja gut und kann ja nichts schief gehen. So, ich pödel schnell noch das Kleinzeug hier weg und dann geht das Ganze nochmal auf den Grund. Ewald, es wird dunkel, so langsam, ja. Aber sicher, mir wird kalt. Es wird nicht nur dunkel, und es wird nämlich auch kalt, vielleicht kann man es am Atem sehen. Also. Na, noch kein Biss, ne? Nee, kein Biss, bis auf hier die, falsche, ja. der falsche Alarm. Der Fehlalarm, der jetzt schon ein paar Mal war. Es ist halt eben so, ne? Ja. Da kommt das Kraut, stirbt ab, es kommt runtergetrieben, treibt uns in die Schnur und ja, das macht man. Es ist halt Plusangeln. Naja, ich bin mal gespannt. Übrigens, die Campspot ist jetzt schon auf der Kamera, die uns jetzt gerade filmt, hier montiert. Ihr seht es, eine schöne Lichtquelle. Ja, viel Licht sogar, also mehr Licht als die alte. Unser altes Kameralicht, alte oder Kameralicht. Unser normales Kameralicht. Genau, das ist also auf jeden Fall wesentlich mehr und ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich finde es auch gut. Also hat sich jetzt schon mal bewährt, das Teil. Hier für unsere Filmerei auf jeden Fall auch schon. Ich hoffe, dass wir das Ding nachher nochmal einsetzen können. Ich hoffe ja auch. Wenn sich vielleicht doch noch irgendwas tut. Naja, ein bisschen bleiben wir noch. Ja, klar. Gucken wir mal. Bis ein bisschen erfrieren noch. Genau, ein bisschen noch kalte Hände holen. Ja. Schauen wir mal. Genau. Maisroute ist abgelaufen. Also es war kein Dreck, definitiv nicht, aber jetzt habe ich überhaupt keinen Widerstand. Nicht, dass das ein Döbel ist oder so. Wir nehmen ja auch gerne mal den Gemüsemais. Ja, er kommt. Ewald, das sind Karpfen. Ja, echt? Ja, ja. Jetzt sehe ich es auch. Ja, aber kein großer. Das ist wieder so ein Satzer gefangen. Ja, so ein kleinerer. Aber im Winter zählt jeder Fisch, sage ich immer. So, jetzt gucke ich mal. Hier, Kescher liegt bereit. Dass ich den hier gekeschert kriege. Hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht noch aufs Maul lege. Ja, hier sind ja noch die ganzen Spieße. Ja, ja. So, mal runterturnen hier. Ziehe ich mir den noch ein bisschen ran hier vorne. Kommt gut mit hier. Oh. Na komm, jawohl. Hassi. Den Satzer eingekeschert. Ein bisschen Terz. Oh, ein kleiner Süßer. Ein kleiner Süßer. Auf Gemüsemais. Man hat unterwegs noch Dreck eingesammelt, da hängt nur das ganze abgestorbene Zeugs. Blei hat er auch geklaut. Ja, Blei ist leider auch weg. Naja, gut. Ich mache erstmal den Haken raus und dann einmal zeigen. So, Haken raus, müsste eigentlich ganz schnell gehen. Jawohl, kein Problem. Und jetzt kann ich ihn euch noch einmal zeigen, den kleinen. Ja, das ist natürlich immer, damit muss man natürlich immer rechnen, wenn man den Gemüsemais dran macht, dass man auch mal einen kleinen Satzer fängt. Obwohl, große bekommt man damit auch, aber die Gefahr ist natürlich groß, so einen kleinen Fisch, einen kleinen Karpfen auch mal zu fangen. Aber meine Freude ist groß,
denn im Winter zählt jeder Karpfen doppelt. Neues Blei habe ich schon wieder eingehängt. Muss jetzt hier noch zwei, drei neue Gemüsemaiskörner aufziehen. Dann werfe ich die Rute noch mal raus, beziehungsweise die Montage werfe ich noch mal raus. Vielleicht geht ja noch einer hier. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, haben wir ja noch. Gregor hat jetzt seine Montage nochmal neu ausgeworfen. Karten sind neu gemischt. Jetzt ist Zeit, meine Karten neu zu mischen. Ich habe hier einen neuen Shrimp hier drauf gezogen, halben. Der Blei nochmal in das Öl getaucht. Und dann hoffen wir mal, dass vielleicht bei mir noch einer geht. Stunde haben wir noch, ne? Ja. Ansonsten ist die Garnele durchgefallen. Ansonsten, bisher ist sie durchgefallen. Also ein paar Rupfer gab es ja, aber kann ja auch sein, dass es irgendwie Treibgut war. Ja. Liegt. Mir ist auch aufgefallen, als ich die Rute rausgeholt habe vom Drill, dass wenig Treibgut an der Schnur hing. Vielleicht ist es ja das jetzt der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass Gregor einen Fisch gefangen hat. Vielleicht kommt ja noch eine oder die Bissfrequenz erhöht sich. Mal schauen. Hast du drauf? Ja. Gibt's ja nicht. Voll den Turbolauf, ey. Auf den letzten Drücker. Ja, bestimmt Döbel oder so. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, man weiß es ja nie, was da zum Vorschein kommt. Ich muss aufpassen, dass ich den Hang nicht runterfalle mit der Kamera. Gregor, es ist auch ein Karpfen. Nee. Doch. Ja, ich sehe schon hier im Licht. Auch wieder so ein bisschen größer vielleicht, ne? Ja, selbe Größenordnung. Könnte vielleicht auch die Schwester von dem sein. Schauen wir mal die Bremse ein bisschen auf, bevor der hier wieder so ein Explosionssport... Ich habe mal so einen kleinen Schwarm jetzt erwischt. So einen kleinen Explosionssport hinlegt. Ja. Ah, da kommt er. Da kommt er, ja, so ist es. Mein Gott. Ja, egal, ich meine, mit unserem Karpfengerät jetzt, ne, da zieht er ja nicht ohne Ende ab. Das ist ja jetzt keine Herausforderung mit einer 3-Lips-Route. Ja. Aber Fisch ist Fisch, bringt es. Und jetzt gucken wir mal. Du hast hier den Kescher gerade so irgendwie da noch. Ja, habe ich dir so schön hingelegt. Na komm. Und. Auch eingenetzt. Ich glaube, der ist ein bisschen größer. Drin ist er. Oh. Mein Gott, ich muss ja schon zwei Hände nehmen. Moment, ich muss mal einmal so. Na, pack ihn mal auf die Matte. Geil. Schön. Die Garnele noch dran? Ich weiß nicht, schauen wir mal. Wir haben das Ding jetzt angelegt. Ich glaube aber nicht, die ist ja weich. Ne, ist weg. Ja, und Haken hängt hier. Gut unten, ne? Spitz gehakt, ey. So, ging auch ganz easy raus. Ja, der könnte ein bisschen größer sein als hier, der von mir. Der ist auf jeden Fall Knorke. Ja. Einmal Vorhalter, würde ich sagen, ne? Ja. Ah, der könnte vielleicht ein Nümmerchen größer sein als deiner. Sehr schön. Mann, jetzt hat die Garnele doch noch zugeschlagen. Ja, geil. Mein Gott. Ich dachte, das wird nichts mehr. Nee. Mit Einbruch der Dunkelheit und... ging erst bei mir und jetzt bei dir hier. Vielleicht haben wir so einen kleinen Schwarm am Platz jetzt. Hoffen wir mal. Ich tippe eher, dass das Treibgut jetzt irgendwie weg ist oder weniger geworden ist, dass die jetzt ein bisschen beißlaunischer geworden sind. Ja, mal gucken. Vielleicht kommt noch einer. Wir probieren es aus. So, ein kleiner Zwischenbericht. Gregor, es ist ziemlich kalt geworden jetzt in den letzten 1-2 Stunden, die wir jetzt hier gesessen haben. Aktion gab es nicht mehr? Nee, gab es ein paar Rupfer, doch, ein paar Pieps, aber keine Ahnung. Im Dunkeln siehst du es ja noch weniger. Nee, eben. Also da könnte man jetzt stundenlang drüber rätseln. Was meinst du, sollen wir noch was machen oder sollen wir schon Schluss machen? Ja, ich würde sagen, wir bleiben hier jetzt noch, eine Viertelstunde sitzen, gucken, ob noch was geht. Wenn nichts geht, dann werdet ihr nichts mehr sehen. Ja. Ich muss aber sagen, die Campspot hat jetzt hier, wir hatten sie ja jetzt im Einsatz, auch beim Drill, wirklich einen guten Job gemacht. Sehr gut, besser als das Licht, was wir normalerweise haben. Also wir haben ja auch so ein einfaches Licht normalerweise, das Ding ist deutlich besser. Sowohl für die Kamera geeignet, jetzt auch, wenn man nicht filmt, fürs Zelt und fürs normale Beleuchten von dunklen Nächten. Und wir angeln jetzt hier noch ein bisschen, aber wenn sich nichts mehr tut, dann ist jetzt hier Schluss mit dem Video. Ganz genau, sollte was gehen, dann... Ja, wir können uns aber nicht beschweren, ne? Wir haben zwei Karpfen gefangen, also das muss man im Winter erstmal hinkriegen an so einem Abend. Also von daher sind wir ganz gut dabei, können nicht motzen. Nee, ganz und gar nicht. Und sagen jetzt hier erstmal Tschüss, vielleicht geht noch was, wenn nicht, dann ist jetzt hier Schluss. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao.